Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir werden unser Inventar etwas leeren. Und dann, das brauchen wir gar nicht. Und jetzt werden wir ein bisschen Lehm holen, damit wir unsere Figuren da oben fertig bekommen. Haben wir ein bisschen was zu essen dabei? Jawohl. Oh, den Hammer können wir unterwegs bauen, oder? Einen neuen Hammer. Dafür brauchen wir 4 Steine, etwas Faser und 3 Sprigs. Sprösslinge. Haben wir. So, 4 Steine fehlen. Wir hätten uns hier irgendwo eine Tür lassen sollen. Boah, das kommt später. Steine werden wir schon finden. 2 Stück hier vorne liegen noch ganz viele. Auf der Suche nach Lehm, also. Und zwar massig davon. Oha. Normal müsste hier Lehm sein. Kein Lehm hier. Wie kommt denn das? Wir waren an anderer Stelle. Am Ameisenfriedhof. An der Gruft. Und da haben wir beobachtet, dass Lehm wieder auftaucht, wenn man es abgebaut hat. Nach so ein paar Tagen. Interessantes Gitter da unten. Raw Science-Punkte gibt es hier irgendwo. Ja, ich hatte es noch in Erinnerung. Wir haben keinen Gleiter. Da ist doch Lehm. Ja, aber einen so ein Teil hier. Was brauchen wir dafür? Ein Hammer? Ach so, wir brauchen... Ah, wir brauchen gar keinen Hammer, wir brauchen das Ding hier, richtig. Eine Schaufel. Das war's.
Nein, hier ist noch einiges. Ich muss die Luft anhalten. Ich kann nicht reden. Oh. Ja, genau, hier sollte es Raw Science irgendwo geben, aber wir sind auf der Suche nach Leben. Oh nein. Zum Reparieren, was brauchen wir da wohl? Wo ist das Teil? Hier? Oh, natürlich. Ja, das ist zu teuer. Ich glaube, dann stellen wir lieber eine neue Schaufel her. Ja, nur hier gerade nicht. Was haben wir denn gesammelt bis jetzt? Ach, 30. Reicht das nicht? Ich weiß gar nicht, was brauchen wir denn für so eine Figur? Hierfür brauchen wir... Oh, 5. Oh, das ist teuer. Oh, auch 5. Auch das ist ziemlich teuer. Das reicht nicht. Da brauchen wir wenigstens noch 5 davon. Ja, aber wir können ja sowieso nichts machen. Vielleicht gucken wir doch nach Raw Science erstmal. Aha. Doch, nochmal. Ja, hier liegt aber irgendetwas anderes versteckt. Irgendeine Beute. Und zwar hier unten scheinbar. Was ist denn das? Ach, das ist aber mal witzig. Eine Uhr. Scap. Scap 39. Ich will hier nicht sein. Gibt's hier nicht fiese Spinnen? Nochmals Cap. Oh, und Raw Science auch. Warum hat jemand seine Uhr da gelassen? Warum lassen die Leute ihre Uhren da? Das ist falsch. Ja, wir haben hier schon mal gesucht in der Gegend und haben nichts gefunden.
Augen offen halten oder Augen auf den Radar? Das könnte ja jetzt auf irgendeinem Grashalm sein hier. Das glaube ich. Ja, könnte sein, aber das glaube ich irgendwie nicht. Tut mir leid. Ach, wir haben uns doch hier entschieden, dass es unterirdisch sein könnte. Und dann die Uhr wahrscheinlich auch. Ja, bis jetzt waren die eigentlich immer an irgendwelchen nennenswerten Orten. Also man hat es schon gesehen, dass da irgendwas war. Na gut, in der Nacht hat man diese Blinkedinger besser gesehen. Kann ja sein, dass eine Unterwasserhöhle hier irgendwo noch ist. Es ist in der Nähe so ein Abfluss. Hier ist so ein Gitter unten. Und irgendeinen Grund muss es ja haben. Wir haben hier nämlich genau irgendwo die Möglichkeit, länger zu schwimmen. Hierbei steht hier in der Liste irgendwo. Oder länger zu tauchen vielmehr, länger die Luft anzuhalten. Oder habe ich das geträumt? Ist wohl gar nicht. Vielleicht können wir ein Update holen. Ich bin mir ziemlich sicher, irgendwo war das. Ja, da kann man auf jeden Fall runter, aber das riskieren wir jetzt mal nicht. Und auch das Raw Science Teil holen wir uns jetzt mal nicht. Weil wir nämlich unseren Speicherpunkt hier überhaupt nicht gesetzt haben. Das sollten wir jetzt mal als erstes tun. So, da sehen wir doch jetzt endlich auch mal, wie das hier mit diesem Waffenhalter funktioniert. Ach was, zwei Teile kann man da reinpacken. Echt? Das geht? Ach so, die werden gestapelt? Nee. Oder? Nee, die kann man auch austauschen.
Okay. Warntest. Hat funktioniert. Oh. Haben wir nicht irgendwo die fertig gebauten Seile drin oder haben wir die, wollten wir die unten? Die wollten wir unten lagern. Hier sind nur Rohmaterialien drin. Gewobene Fasern. Ja, die lassen wir dann auch mal hier drin. Einen Werkzeug-Smoothie. Nee, das, oder? Schätze sind Schätze und das ist das. Essen ist Essen. Ich bin nicht so sicher, wofür wir die Lockpfeile brauchen, immer noch nicht. Das sollten wir auch mal ausprobieren, so langsam. Steine und Kleeblätter und hier kommen Pfeilteile rein. Oh, hier sind immer noch die Fusseln drin. Die brauchen wir ja so gut wie nie, die verstopfen das hier eigentlich nur. Fusselige Fusseln, damit wir da viele Stofftiere vielleicht raus basteln können, die dann hier reinkommen, auf jeden Fall. Naja, erstmal können wir das so lassen. Und was brauchen wir, um diese Kumpels noch fertig zu machen? Sprigs 5 auch und Fasern. Ja, das können wir doch schon mal fertig machen. Thank you.
An den hier oben kommen wir aber nicht so gut ran. Und hierfür brauchen wir nur Lehm, okay. Ach, einer ist schon fertig. Zwei sind fertig. Aha. So, dann brauchen wir nur noch ein bisschen Lehm. 10 Lehm, oh, ein bisschen mehr als 10. Und die können wir schon bekleiden hier. Ach so, die Kleidungskisten haben wir ja hier. Hm. Kleidung können wir vor allem unten. Hier so. Ach, können wir das jetzt nur auswechseln? Nee. Oh, da bekommen wir doch auch gleich ein bisschen Lehm. Hm. Wir stopfen das erstmal hier in die Bekleidungskiste, was wir da jetzt rausgeholt haben. Oh nee, den brauchen wir ja selber, oder? Ja, wir stopfen es erstmal hier rein. Ich weiß nicht, ich traue dem einen Platz hier nicht, der nicht funktioniert. Und ich möchte nicht, dass unsere wertvollen Teile dann verschwinden auf einmal. Oh, wo tun wir die Leuchtedinger hin? Dafür haben wir ja auch noch nichts. Erstmal hier rein. Ja, so entsteht Unordnung. Erstmal hier rein. Ja, ganz genau. Das hier ist doch wohl unsere wertvollste. Ah, jetzt haben wir aber noch locker 3 Plätze frei hier. Gut. So, die wertvollste, die wir aber bis jetzt noch nie ausprobiert haben. Die hätte ich jetzt ausgerechnet gerne hier stehen, an der Stelle, an die man nicht so oft drankommt, so gut. Packen wir doch erstmal hier rein alles. Die Bienenausrüstung, die wertvollste, weil wir die nicht selber bauen können. Oh Moment, das hier war Spinne. Das hier ist Biene. Weil wir die nicht selber bauen können bisher. Wir haben noch keine Bienen gesehen, außer auf dem Startbildschirm. Und so schlecht finde ich das gar nicht, dass gar keine Bienen da sind. Jetzt fällt mir gerade ein, oh Mann. Wir haben zwar alles jetzt schön nach oben gebaut hier. Also Ameisen würden ja sowieso hierher finden, normalerweise. Aber Bienen erst recht, und die würden auch hier vorne locker durchpassen. Wenn also eine kleine Ameise durchpasst, dann passt eine kleine Biene auch da durch. Eieiei. Wir nehmen diese Teile erstmal auseinander, da bekommen wir auch Zeug raus. Ordentlich Lehm gibt es zurück.
Ordentlich Lehm haben wir erhalten. Gut. Ja, da können wir die Biene draufpacken. Und 5 Lehm fehlen. Wo kam das Teil denn jetzt auf einmal her? Lecker Essen für uns? Werkzeuge, da brauchen wir doch bald hier eine Werkzeugkiste daneben. Und Werkzeuge da unten sind ein paar zerstörte Werkzeuge drin noch. Vielleicht können wir die verarbeiten. So, schlafen. Oh, wir sind ja am Ende der Folge auch. Schlafen und dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.